Während des Zweiten Weltkriegs setzten die nationalsozialistischen Regime Strafen ein, die zum Synonym für menschliche Grausamkeit wurden. In den Konzentrationslagern waren die Foltermethoden erschreckend brutal und umfassten Schläge, Verhungern lassen und unmenschliche medizinische Experimente. Auch Hinrichtungen, bei denen Gefangene gehängt oder erschossen wurden, gehörten zur täglichen Realität. Die Todesstrafe konnte sofort verhängt werden oder sich durch schrittweise Erschöpfung verzögern. Diese grausamen Taten zielten darauf ab, die Opfer vollständig zu entmenschlichen, wodurch das Lagerleben zu einem endlosen Horror wurde, der erst mit dem Zusammenbruch des Dritten Reichs endete. Hasenjagd. Dies ist die Bezeichnung für eine brutale Aktion des nationalsozialistischen Deutschlands, die im Februar 1945 in der Region Mühlviertel in Österreich stattfand. Dieses Ereignis ist auch als Hasenjagd von Mühlviertel bekannt und stellt eines der grausamsten Beispiele für Repressionen gegen KZ-Häftlinge während des Zweiten Weltkriegs dar. In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1945 unternahmen etwa 500 sowjetische Kriegsgefangene, die im Konzentrationslager Mauthausen im sogenannten Todesblock, Block 20, inhaftiert waren, einen verzweifelten Massenfluchtversuch. Diese Gefangenen, hauptsächlich Offiziere der Roten Armee, wurden unmenschlich behandelt, verhungerten, gefoltert und zu übermäßiger Arbeit gezwungen. Die Flucht war für sie die einzige Chance, einem sicheren Tod zu entkommen. Nach der Entdeckung der Flucht organisierten die Lagerbehörden eine groß angelegte Menschenjagd, an der nicht nur SS- und Wehrmachtseinheiten, sondern auch die örtliche Polizei, Mitglieder der Hitlerjugend und die lokale Zivilbevölkerung beteiligt waren. Die Nazis stellten die Flüchtigen als gefährliche Kriminelle dar und ermutigten die Bevölkerung, sie zu fangen oder zu töten. In der Propaganda wurden sie als Hasen bezeichnet, was die Opfer entmenschlichte und die Akzeptanz brutaler Handlungen erleichterte. Mehrere Tage lang dauerte die erbarmungslose Jagd. Die meisten Flüchtigen wurden gefangen und vor Ort brutal ermordet. Schätzungen zufolge überlebten von den etwa 500 Menschen nur 11, dank der Hilfe mutiger Einheimischer, die unter Lebensgefahr Schutz und Unterstützung boten. Hasenjagd wurde zu einem Symbol für die Grausamkeit und Entmenschlichung durch die Nazis. Dieses Ereignis zeigt, wie die nationalsozialistische Ideologie nicht nur das Militär, sondern auch gewöhnliche Bürger zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit mobilisieren konnte. Die Brutalität dieser Aktion verdeutlicht auch, wie weit die Repressionen gegen jene gingen, die es wagten, sich zu widersetzen oder vor dem Regime zu fliehen. Nach dem Krieg wurden einige der Verantwortlichen im Rahmen der Entnazifizierungsprozesse vor Gericht gestellt, doch viele entgingen der Verantwortung. Hypothermie-Experimente. Dies waren unmenschliche Experimente, die von nationalsozialistischen Ärzten an Häftlingen in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurden, um die Auswirkungen extremer Kälte auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Ziel dieser Experimente war es, wirksame Methoden zur Rettung deutscher Flieger und Seeleute zu entwickeln, die nach einem Abschuss oder dem Sinken ihres Schiffes der Kälte ausgesetzt waren. Die Experimente bestanden darin, bei den Gefangenen absichtlich eine Unterkühlung herbeizuführen. Die Opfer, oft nackt oder nur in dünne Kleidung gehüllt, wurden in eiskaltes Wasser bei Temperaturen nahe 0 Grad Celsius getaucht oder der kalten Luft ausgesetzt. Ihre Vitalfunktionen wie Körpertemperatur, Puls und Atmung wurden überwacht, bis die Körpertemperatur auf ein kritisches Niveau gesunken war, was oft zu Bewusstlosigkeit oder Tod führte. Nach Erreichen der tiefen Unterkühlung wurden Versuche unternommen, den Körper wieder zu erwärmen. Dabei wurden verschiedene Methoden angewendet, darunter das Eintauchen in heißes Wasser, das Einwickeln in warme Decken oder das Massieren des Körpers. Einige dieser Methoden waren experimentell und führten zu zusätzlichem Leiden der Opfer, während ihre Wirksamkeit gering war. Diese Experimente wurden ohne das Wissen oder die Zustimmung der Opfer durchgeführt, stellten einen eklatanten Verstoß gegen die ärztliche Ethik sowie internationale Konventionen über die Behandlung von Gefangenen dar. Viele Gefangene starben infolge dieser Forschungen an Herzversagen, Organschäden oder Infektionen. Die Überlebenden litten oft an bleibenden Gesundheitsschäden, Erfrierungen, die zu Amputationen führten, und schweren psychischen Traumata. Der Hauptkoordinator dieser Experimente war Dr. Siegmund Rascher, der im Lager Dachau tätig war. Seine Forschungen wurden von den höchsten SS-Behörden, einschließlich Heinrich Himmler, unterstützt. Nach dem Krieg wurden die Hypothermie-Experimente während der Nürnberger Prozesse als Kriegsverbrechen verurteilt.
Sie dienen heute als Mahnung vor Missbräuchen in der Wissenschaft und Medizin und unterstreichen die Notwendigkeit, ethische Grundsätze bei der Forschung am Menschen einzuhalten. Block 11 in Auschwitz. Dies war einer der schrecklichsten Orte im gesamten Lager, bekannt für extreme Folter, Hinrichtungen und Repressionen gegen die Häftlinge. Dieses Gebäude diente als inneres Gefängnis, in dem die Nazis diejenigen unterbrachten, die gegen die Lagerregeln verstoßen hatten, des Sabotage verdächtigt wurden oder als besonders gefährlich galten. Den Häftlingen im Block 11 standen viele Formen der Bestrafung bevor, darunter die schlimmsten Arten physischer und psychischer Folter. Eine besondere Form der Repression waren die Stehzellen. Winzige, klaustrophobische Kammern mit Abmessungen von etwa 90 x 90 cm, in die Häftlinge eingesperrt wurden, um sie zu zwingen, Stunden, manchmal tagelang, in aufrechter Position zu verharren. In solchen Zellen konnten bis zu 4 Personen gleichzeitig untergebracht werden, was das Leiden zusätzlich verschärfte. Im Block 11 befanden sich auch Zellen, in denen Häftlinge zum Tode durch Verhungern verurteilt wurden. Diese Strafe wurde insbesondere denen auferlegt, die einen Fluchtversuch unternommen hatten. Ein großer Teil der Häftlinge des Blocks 11 wurde durch Erschießung getötet, insbesondere an der Todeswand, die sich auf dem Hof des Gebäudes befand. Das Todesurteil wurde ohne Gerichtsverfahren oder nach einem kurzen und symbolischen Verhör gefällt, das oft unter Anwendung von Folter durchgeführt wurde. Im Block 11 fanden auch brutale Verhöre statt, deren Ziel es war, Informationen zu erzwingen oder den Willen der Häftlinge zu brechen. Zu den häufigsten Foltermethoden gehörten Auspeitschungen, das Hängen am Pfahl, bei dem Häftlinge an hinter dem Rücken gefesselten Händen aufgehängt wurden, was immense Schmerzen verursachte und oft zu Schulterausrenkungen führte, sowie das Einsperren in dunklen, engen Zellen ohne Zugang zu Luft oder Wasser. Die Bedingungen waren so unmenschlich, dass viele Häftlinge an Erschöpfung, Krankheiten und den während der Verhöre erlittenen Verletzungen starben. Block 11 wurde auch als Ort genutzt, um neue Hinrichtungsmethoden zu testen, wie den ersten Einsatz von Zyklon B. Im Jahr 1941 wurde an einer Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener ein Experiment mit diesem Gas durchgeführt, was später zum massenhaften Einsatz in den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau führte. Dies war der Auftakt zum systematischen Völkermord, den die Nazis im Rahmen der sogenannten Endlösung der Judenfrage planten. Block 11 war ein Ort des Terrors, der darauf abzielte, die Häftlinge sowohl körperlich als auch seelisch zu brechen. Die hier herrschende Grausamkeit und das Ausmaß der Repressionen waren selbst im Vergleich zu anderen Teilen des Lagers beispiellos. Medizinische Experimente. Dies waren grausame und unmenschliche pseudomedizinische Praktiken, die von nationalsozialistischen Ärzten in Konzentrationslagern wie Ravensbrück durchgeführt wurden. Die Häftlinge, hauptsächlich politische Gefangene aus Polen, Roma-Frauen und als asozial geltende Personen, wurden furchtbaren medizinischen Tests unterzogen, die oft zu dauerhafter Behinderung oder zum Tod führten. Das Hauptziel dieser Experimente bestand darin, pseudowissenschaftliche rassische Annahmen zu verwirklichen, neue Medikamente und Behandlungsmethoden zu testen, sowie den deutschen Kriegsanstrengungen zu dienen. Eines der bekanntesten Experimente war die Erprobung von Sulfonamiden, die zur Verhinderung von Wundinfektionen dienen sollten. Den weiblichen Häftlingen wurden absichtlich Wunden zugefügt, die dann mit Bakterien, Schmutz und Glasscherben infiziert wurden, um Kampfbedingungen zu simulieren. Diese Experimente wurden ohne Betäubung durchgeführt und die Opfer erlitten schwere Infektionen. Viele Frauen starben an Sepsis und diejenigen, die überlebten, blieben oft dauerhaft verstümmelt. Eine andere Art von Experimenten betraf die Erforschung der Regeneration von Knochen, Muskeln und Nerven. SS-Ärzte führten Amputationen von Gliedmaßen durch, um Knochen oder Muskelteile zwischen Gefangenen zu transplantieren. Diese Eingriffe waren extrem schmerzhaft und führten zu schweren gesundheitlichen Komplikationen. Überlebende der Experimente litten unter chronischen Schmerzen und Deformationen, was einen erheblichen Einfluss auf ihr weiteres Leben hatte. Zwangssterilisationen waren ein weiteres schreckliches Werkzeug der nationalsozialistischen Eugenikpolitik. Frauen, hauptsächlich Roma, wurden brutalen Eingriffen unterzogen, um ihnen dauerhaft die Fähigkeit zur Fortpflanzung zu nehmen. Diese Experimente wurden ohne die Zustimmung der Opfer durchgeführt und führten häufig zum Tod oder zu dauerhafter Behinderung. Die Nazis versuchten, eine billige und schnelle Methode der Massensterilisation zu entwickeln, was in ihr Bestreben nach einer Reinhaltung der Rasse passte. Zu den weiteren brutalen Prozeduren gehörten Tests zur Simulation von Bedingungen bei Flügen in großer Höhe, die an Häftlingen durchgeführt wurden.
Diese Experimente sollten zur Erforschung des niedrigen Luftdrucks beitragen, was für die deutsche Luftwaffe nützlich sein könnte. Die Opfer dieser Experimente erlitten häufig schwere Hirnschäden oder starben aufgrund plötzlicher Druckveränderungen. Die wenigen, die diese grausamen Experimente überlebten, litten für den Rest ihres Lebens an schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Die Nürnberger Prozesse nach dem Krieg enthüllten das Ausmaß dieser Verbrechen. Und die für diese Experimente verantwortlichen Ärzte wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Viele der Opfer, die körperlich überlebten, erlangten niemals ihre psychische und emotionale Gesundheit zurück. Aktion 14F13. Dies war ein nationalsozialistisches Programm zur Ermordung von Häftlingen aus Konzentrationslagern, die aufgrund von Krankheiten, körperlichen oder geistigen Behinderungen als arbeitsunfähig eingestuft wurden. Diese Operation war eine Fortsetzung des früheren Programms Aktion T4, das sich mit dem Massenmord an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen befasste. Während sich Aktion T4 jedoch hauptsächlich auf die Zivilbevölkerung konzentrierte, richtete sich Aktion 14F13 gegen Häftlinge in Konzentrationslagern, die durch Selektion als nutzlos für das Dritte Reich eingestuft wurden. Aktion 14F13 begann im Jahr 1941 und die ersten Selektionen fanden im Lager Sachsenhausen statt. Im Rahmen dieser Aktion führten spezielle ärztliche Kommissionen, bestehend aus SS-Ärzten, pseudomedizinische Beurteilungen der Häftlinge durch und entschieden, welche von ihnen ermordet werden sollten. Diese Entscheidungen basierten hauptsächlich auf den medizinischen Akten und äußeren Beobachtungen, ohne genaue Untersuchungen. Die Häftlinge wurden anhand ihres Gesundheitszustands, Alters und ihrer allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit ausgewählt. Nach der Selektion wurden die ausgewählten Häftlinge in spezielle Vernichtungszentren transportiert, wie Schloss Hartheim, Bernburg, Sonnenstein und Hadamar. Dort wurden sie mit Gas, meistens Kohlenmonoxid, ermordet, ähnlich wie die Opfer früherer Euthanasieprogramme. Diese Morde fanden in speziell vorbereiteten Gaskammern statt, die oft als Duschen getarnt waren, um den wahren Zweck dieser Orte vor den Opfern zu verbergen. Die Leichen der Ermordeten wurden anschließend eingeäschert und ihre goldenen Zähne wurden entfernt und nach Berlin geschickt. Einer der erschreckendsten Aspekte der Aktion 14F13 war die systematische und organisierte Durchführung der Massenmorde. Dokumente aus dieser Zeit zeigen, dass Tausende von Häftlingen im Rahmen dieser Operation ermordet wurden. Beispielsweise wurden innerhalb weniger Monate des Jahres 1941 über 3000 Häftlinge aus Dachau, Mauthausen und Gusen in Hartheim vergast. Andere Lager wie Buchenwald, Ravensbrück und Auschwitz waren ebenfalls an dieser makabren Operation beteiligt. Sowohl Aktion 14F13 als auch die frühere Aktion T4 waren Teil der breiteren nationalsozialistischen Ideologie, die darauf abzielte, die Gesellschaft von als schwach, krank oder minderwertig angesehenen Personen zu reinigen. Es ist bemerkenswert, dass diese Massenmorde im Geheimen vor der Öffentlichkeit stattfanden und selbst die Familien der Opfer wurden über den Tod ihrer Angehörigen als natürlich oder krankheitsbedingt informiert. Arbeit über die Kräfte. Dieser Begriff bezieht sich auf die systematische Zermürbung der Häftlinge in nationalsozialistischen Konzentrationslagern durch Zwangsarbeit. In Lagern wie Mauthausen, Dachau oder Auschwitz wurden die Häftlinge gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen zu arbeiten, oft bei Aufgaben, die ihre körperlichen Möglichkeiten weit überstiegen. Täglich mussten sie stundenlang arbeiten, unabhängig von den Wetterbedingungen, ohne Pausen für Ruhe oder Mahlzeiten. Häftlinge, die die Arbeitsnormen nicht erfüllten, wurden regelmäßig geschlagen, gefoltert oder sofort getötet. Eines der schlimmsten Beispiele für dieses System war die Arbeit in Steinbrüchen, wie in den Lagern Mauthausen und Flossenbürg, wo die Häftlinge schwere Steinblöcke steile Treppen hinauftragen mussten. Diese Art der Arbeit war nicht nur körperlich erschöpfend, sondern auch lebensgefährlich. Viele starben an Erschöpfung und diejenigen, die nicht weitermachen konnten, wurden von den Wachen zu Tode gestoßen. Die Arbeit an solchen Orten war auch absichtlich so organisiert, dass die Häftlinge dem Tod geweiht waren. In einigen Lagern wurde das Prinzip der Vernichtung durch Arbeit eingeführt, bei dem die Häftlinge buchstäblich zu Tode gearbeitet wurden. Diese Politik bedeutete, dass die Häftlinge als Wegwerfarbeitskraft behandelt wurden, die leicht ersetzt werden konnte. Kranke und Erschöpfte, die nicht mehr arbeiten konnten, wurden beseitigt, oft durch Vergasung oder Erschießung. Die Arbeitsbedingungen waren erschreckend. Es fehlte an Nahrung, angemessener Kleidung, Medikamenten, und die Häftlinge arbeiteten in Kälte, Hitze und Regen.
An Orten wie Auschwitz betrug die Lebensdauer eines durchschnittlichen Häftlings, der für Unternehmen wie IG Farben arbeitete, nur wenige Monate. In der Endphase des Krieges war die Arbeit in Tunneln und Rüstungsfabriken noch tödlicher, da die Außenlager, in denen diese Aufgaben durchgeführt wurden, noch schlechtere Bedingungen boten als die Hauptlager. Tod durch Hunger. Dies war eine der grausamsten Methoden der Vernichtung, die von den Nazis in Konzentrationslagern angewandt wurde. Insbesondere gegen jüdische Häftlinge, die absichtlich durch Verhungern ausgemerzt wurden. Diese Praxis war die direkte Folge der extrem niedrigen Nahrungsrationen, die den Häftlingen täglich zugeteilt wurden. Eine typische Mahlzeit in einem Konzentrationslager bestand aus einem Stück dunklem Brot, dünner Suppe mit Wurzelgemüse oder Getreide und einer Portion Kaffeeersatz, der keinen Zucker enthielt. Diese Rationen waren bewusst so gestaltet, dass sie nicht genug Kalorien lieferten, um zu überleben, insbesondere im Kontext der extrem harten körperlichen Arbeit, die die Häftlinge jeden Tag verrichten mussten. Die Kalorienzufuhr dieser Rationen betrug lediglich 500 bis 700 Kalorien pro Tag, was zum Überleben nicht ausreichte. Infolgedessen erlitten viele Häftlinge einen allmählichen Kräfteverlust. Ihre Körper begannen sich von innen heraus zu zersetzen und extremes Untergewicht wurde zur Normalität. In Lagern wie Auschwitz, Dachau oder Mauthausen wurde das Verhungern als Mittel zur Kontrolle und Eliminierung von Menschen eingesetzt, die vom nationalsozialistischen Regime als unerwünscht angesehen wurden. Der Hunger in den Lagern beschränkte sich nicht nur auf den Mangel an Nahrung, er hatte auch eine psychologische Dimension. Die Häftlinge berichteten von Halluzinationen über Essen, das zur Obsession wurde. Erinnerungen an das Lagerleben zeigen, wie Hunger und Durst zum zentralen Element des Alltags wurden, bis zu dem Punkt, an dem die kleinsten Krümel Nahrung zur Quelle von Kämpfen unter den Häftlingen wurden. In diesen Berichten taucht auch das Motiv des Geschmacks von Speisen auf, die sie nicht haben konnten. Es war eine Folter, sich Mahlzeiten vorzustellen, die es niemals geben würde. Ein weiteres Ziel des Verhungerns war es, die Vernichtung der Häftlinge vor den Augen der deutschen Täter zu rechtfertigen. Wenn die Opfer physisch extrem erschöpft waren, betrachteten die Nazis sie als arbeitsunfähig, was als Grundlage diente, sie in die Gaskammern zu schicken oder hinzurichten.